Damit willkommen zurück beim Let's Play von Overlord. Ja, beim letzten Mal haben wir angefangen in feuchten Höhlen. Wir hatten einen Bosskampf gegen eine Seeschlange, die uns leider sehr viele Scherben gekostet hat. Ansonsten ist nicht wahnsinnig viel passiert. Wir haben ein bisschen blaue Lebenskraft gesammelt, ein paar Irrwichte getötet. Und um reinzukommen, mussten wir mit den Grünen ein bisschen Gift entfernen. Genau, wir haben dann mitten in der Höhle gespeichert. Ich hoffe, es hat jetzt auch gespeichert. Und jetzt werden wir gucken, dass wir das Nest fertig kriegen. Auch in die feuchten Höhlen. Jetzt werden wir gucken, dass wir das Nest fertig transportiert kriegen, damit wir dann auch nochmal die Blauen nutzen können. Ah, hier ist das Nest. Wunderschön. Und hier ist... Ah, perfekt. Sind hinter der Seeschlange. Wir müssen nur uns erstmal Schergen holen. Weil der Overlord allein trägt ja nicht. Das machen ja alles seine netten kleinen Schergelchen. Ich habe ja gesagt, für hier nehme ich jetzt noch 10 blaue, 10 braune. Aber draußen werde ich das dann wieder. Hier war die Seeschlange beim letzten Part. Für draußen werde ich das dann wieder ändern. So. Jetzt haben wir uns Scherben beisammen und werden das Nest hoffentlich fertig transportieren. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht länger als den Part noch. Wie auch gestern dürfen die Blauen ihr Nest selber transportieren. Und das hier sieht schon wieder wie so ein... Erstmal hier Platz frei machen, aber das sieht hier schon wieder so nach einem Wasserfall aus, ne? Hier sind höhere Wasserfälle. Ich hoffe, jetzt kommt ihr auch nicht noch ein Viech, weil diese Schlange war letzte Part war für meinen Geschmack genug. Frösche. Ja, die Frösche hatten wir ja schon mal. Die Frösche sind dieser Gegner. Geben uns Lebenskraft, aber der Große da ist ein bisschen unangenehmer. Gerade von den Blauen brauchen wir Lebenskraft. Wir haben gegen die Seeschlange, wir haben gestern geguckt, wegen den Verlusten, wir haben gegen die Seeschlange 14 Blaue verloren. Das war nicht so toll. Moment, da ist noch ein Frosch. Hey, die kennen alle. Aua, kannst du es wagen? Böser Frosch, der hat uns gerade mitten umgeworfen. Und der wollte auch gerade einen Schergenkopf speisen, wenn ich das richtig gesehen habe. So, jetzt müssten wir alle haben. Jetzt gehen wir weiter. Hey, ja, hier ist wieder ein Wasserfall. Das sehe ich da sofort. Wir könnten eine neue blaue Ruf, brauchen wir aber im Moment nicht. Meister, das geistige Feld sieht ziemlich gefährlich aus. Setzt Sammelpunkte, um eure Schergen vorsichtig hindurchzuführen. Oh, Geysire. Ach, das meinte... Die Schergen nutzen niemanden. Genau, gerade, ja, wir müssen dann das Rad und das hier für die Brücke. Oh ja, das sieht gefährlich aus. Erstmal alle zu uns. Braune. Ja, von den Braunen haben wir mehr. Wir jetzt keine blaue verlieren. Das ist nämlich ein gefährliches Ding. Nein, 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 weiter, 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 weiter. Ich sehe meine Braunen gerade nicht. Ah, jetzt sehe ich sie wieder durch. Ja, das ist gar nicht so einfach. Man muss sie halt lenken. Und ja, dürfen natürlich nicht in die Geysire, weil die Geysire sind schon genau gesagt hat. Nicht so wahnsinnig angenehm. Oh, ich glaube, wir haben gerade Scherben verloren. Ja. Ah, fuck.
Wir haben noch zwei Schergen übrig. Ich ja, Jungs, was macht ihr da? Irgendwie kommen die da, glaube ich, nicht weg. Wir können sie auch nicht mehr. Alle! Ich hätte gerne die Schergen da raus. Wir selber können halt da nicht runtergehen. Ach Mann, ey. Laurie wartet hier mal. Und ich hole mir die 8 Frauen wieder, die leider durch den einen Geysir gestorben sind. Ach, wieder eine Folge, wo wir es nicht geschafft haben, dass keine Schergen sterben. Das kotzt mich an. Du lebst noch. Ja, wir können die Lebensenergie brauchen. Oh, ein großer Käfer. Ein großer blauer Käfer. Keine Ahnung, was der macht. Ach, der macht wahrscheinlich auch so ein Geysir. Zwei große. Weil die Roten machen ja Feuer und die Grünen Gift. Ich nehme an, die Blauen machen einfach... Da kommt noch einer. Wo kommen denn die ganzen... her? Und wieso haben wir die vorher alle übersehen? Naja, soll mir recht sein. Wir verlieren gerade auch ordentlich Leben. Ja, soll mir recht sein. Wir haben gerade eine Menge blaue Lebenskraft gemacht. Jetzt haben wir unsere Braunen zurück. Vielleicht können wir uns auf die 2 wiederholen, vielleicht sind die fähig genug. Aber ich glaube, die werden durch die Geysirer da, getrennt. Ich opfere, obwohl ich opfere sie jetzt nicht, dachte, ich würde jetzt ein paar Frauen opfern an der Blutgrube. Weil wir gerade ziemlich viel Leben verloren haben durch die blauen Käfer, aber das mache ich jetzt mal nicht. Müssen wir dann wieder gucken, wie die heißen, ne? Ach. Ich finde diese Höhlen vom Optik her echt schön, aber wie ich schon in einem Kommentar gestern schrieb, so ein paar Umstände sind blöd und diesen Umständen gehören auch diese Geysire hier. Okay, jetzt nochmal. Halt blöd, weil man sieht kaum was. Nein, nein, nein. Wieso sind schon wieder Schergen gestorben? Boah, zum Kotzen. Ja, weil ich den Sammelpunkt falsch gesetzt habe, weil ich kaum was sehe. Braune hört auf meinen Befehl. Und damit sind auch diese beiden Braunen gestorben, weil die Braune nicht auf Bitte läuft nicht in den Tod hören. Boah, zum Kotzen. Ja, das wird jetzt wohl eine Weile dauern, weil die Blauen opfer ich nicht. Von den Blauen haben wir nicht so viele. Und wir müssen da ans Rad. Weil wenn wir nicht ans Rad kommen, dann können wir nichts weiter. Boah, das nervt mich gerade. Ich will nicht, dass schon wieder zu einem Rage-Part rausläuft, aber das kotzt mich gerade schon wieder ziemlich an. Weil ich hätte, wie gesagt, heute kein SNES fähig transportiert. Jetzt haben wir schon wieder, ja, insgesamt 18 Braune verloren. Scheiß Braune, weil sie halt auch mal das mit dem nicht hören, auch den, das mit dem auch Befehle nicht hören manchmal, ist echt ein Problem, weil sie aber manchmal einfach nicht drauf, wie sie laufen sollen und dann, ja, sieht man ja, dann gibt es gekochte Schergen. Und gekochte Schergen für uns ungut. Das kann doch nicht wahr sein, ich will jetzt dieses Geysirfeld schaffen. Dritter Versuch. Jetzt, wir verlieren dauernd kostbare Schergen. Ja.
Ich sehe schon wieder einen braunen Licht. Braune, wo seid ihr denn? Nein, nicht die. Nein! Wieso denn? Wieso? Nein, sorry, das macht mich einfach aggressiv. Ja, Brownie, ihr seid unfähig, wissen wir schon. Wieso? Weißt du, ganz ehrlich, die einen laufen zurück, die anderen laufen vor und sie hören nicht auf meine Mausklicks. Das kotzt mich an. Ich habe auch nie gesagt, dass es komplett alle Schergen weg sollen. Das kann doch nicht so schwer sein. Niemals, niemals stand er so, dass der Gesehen hätte treffen können. Das kannst du mir nicht erzählen. Ich sehe meine Schergen nicht. Nein, nicht zurückgehen. Nein, du vollpfostiger Vollidiot. Boah, nein, das macht mich einfach aggressiv. Was soll denn der Scheiß? Du meinst mit dem einen. Ich sehe ihn nicht. Da ist er. Du meinst mit dem einen. Das ist mir scheißegal. Sieht es nicht ein, dass wir dauernd jetzt Schergen opfern. Ja, sehr schön, der eine ist am Rad. Und den einen behalte ich jetzt da auch. Ja, ich weiß schon, das dauert jetzt eine Weile, bis der eine das Rad dreht, aber ganz ehrlich, Freunde, wir haben jetzt schon wieder 13 Minuten verbraucht, nur für dieses scheiß Gesierfeld. Boah, hoffentlich haben wir danach die Höhlen durch. Das nervt mich wirklich. So, komm zurück, Schergen. Hahaha, witzig. Und jetzt holen wir uns 7 Stück nach, damit wir alle haben. Das ist doch so ätzend. Ja, wir haben jetzt einmal 10 Schergen gestorben, einmal 7 und einmal 8. Macht 25 Schergen. 25 Schergen, die wir gerade in diesem scheiß Gesierfeld verloren haben. Das ist echt, ganz ehrlich. Ich glaube, das können Spieler nachvollziehen, wenn mich das ankotzt. Und warum haben wir sie verloren? Weil die Braunen nicht so gegangen sind, wie sie sollten. Ja, wir haben immer noch über 200 Braune, aber es geht einfach ums Prinzip. Es geht einfach ums Prinzip, dass sowas nicht sein muss. Mich nervt sowas. Und zwar ziemlich. Ich hoffe, wie gesagt, dass die Höhle hier jetzt bald durch haben. Weil sowas brauchen wir jetzt nicht nochmal. Die Seeschlange gestern war schon nervig genug und heute sitzt dieses blöde Geysir-Feld. Na egal. Wir haben es jetzt durchquert, jetzt werden wir das Nest weitertragen. Weil hier ist eben diese Brücke und diese Brücke hätte man nicht bauen können, ohne durch das Geysir-Feld zu gehen. Deswegen musste man das machen. Ja, Leute, geht mir doch mal bitte aus dem Weg, damit ich dann... Jetzt habe ich aus Versehen einen Scherben getreten. Oh, come on, ich will nur da lang. Dann müssen sie meine Scherben machen, weil ich komme da gerade nicht durch. Ja, ich komme da gerade... Ich komme da nicht durch. Das ist zu viel... Zu wenig Platz. So,
Jetzt lass mich bitte wieder vor. Hier kurz gucken, ob hier irgendwas ist. Hier könnte man rote machen und hier könnte man seinen Mana auffüllen. Mana hat aber voll. So, dann können wir das Nest weitertragen. Wie gesagt, diese Höhlen echt schön, aber so ein paar Sachen sind hier. Oh, da vorne sehe ich Irrwichter. Wir kennen die vom letzten Part. Und wir töten sie, bevor sie unsere Schergen ertränken können. Wir haben eh mehr als genug Schergen verloren. Geht ihr mal hier den. Gut, sehr schön. Weil hier sehe ich was, was wir transportieren können. Und da sehe ich einen Frosch. Ja, okay, der hat jetzt gar nichts gemacht. Auch wieder ein bisschen Leben, ein bisschen Gold, das heißt. Bevor ihr da das Gold wegtransportiert, könnt ihr erstmal hier alles holen. So. Jetzt das. Ihr wählt alle! Erstmal hier alle ausrichten. So. Hier könnten wir neue Braune rufen, wir haben aber voll. Und jetzt gehen wir weiter. Aha, eine Blockade. Wer hätte das nur erwartet? Solche Blockaden hatten wir ja schon, okay. Wir wissen, wir müssen hierfür Steine verschieben. Brownie, park euch immer hier. Oh, die kann man gut anzünden. Aber sie halten viele Feuerbälle aus. Sie halten 3 Feuerbälle aus, bevor sie sterben. Granatengänse. Oh, das ist ja mal wieder hier ganz geil. Was sind die Granatengänse hier? Wir müssen die aber entfernen, weil da vorne ist der Stein. Okay, wir wissen ja, wie es geht. Wir wissen, wir müssen dafür ein Ei nehmen. Genau. Kommt mal nach oben, ihr dummen Gänse, damit wir euch killen können. Okay, eine einzelne Gans schafft die blauen sogar. Nein, nicht. Eine einzelne Gans schaffen sie, gut zu wissen. Ja, wir müssen die Gänse loswerden. Ich zünde auch hier wieder ein bisschen an, weil wir wissen ja, die sind voll empfindlich. Und wir können uns aber auch mal nutzen. Sehr schön, jetzt sind sie alle tot. Ja, aber sonst hätten wir hier zu lange gedauert. Und hier ist auch, ach ja. So. Mal das Ding hier, damit wir dann hier weiter können und den Stein aus dem Weg schaffen können. Cool, sehr schön. Und hier mal gucken, ob noch irgendwas drin ist. Einmal Heilung. Okay. Und jetzt den Stein aus dem Weg schaffen, damit wir dann, so haben wir auch schon von gestern, damit wir dann den Wasserfall umleiten können und dann endlich das Nest fertig werden. Okay. Dann Schergen folgt mir.
müssen wir jetzt wieder an die andere Seite. Es gibt ja hier zwei, oder ist der? Nein, natürlich nicht. Da unten sehen wir schon eine Kröte. Und da vorne ist, glaube ich, der... Ja. Oh, fuck. Irrwichter. Die habe ich jetzt fast übersehen. Wann ich die Irrwichter? So, sehr schön. Ich würde gerne die Kröte davor da unten loswerden, bevor wir den Stein entfernen. Obwohl, den Stein können wir mal entfernen. Mit dem blauen. Genau, dann ist jetzt der Wasserfall abgeleitet und wir können weiter. Aber ich würde trotzdem gerne die Kröte da vorne noch machen. Braune, euch wieder hier parken. Blaue, ihr kommt mit. Mal sehen, wie feierlich du bist. Nicht sehr feierlich. Okay, sehr schön. Ich will noch schauen, ob hier irgendwas drin ist. Nochmal Heilung. Jetzt haben wir aber keinen Maler mehr. Egal. Ja, man merkt schon, dass ich ein bisschen genervt bin, weil ich jetzt dauernd um mich ins Feuerbein schmeiße. Aber was soll's. Hab ich da gerade noch was Springendes gesehen? Nein. Das ist von Tropfen. Okay, dann gehen wir jetzt, können wir jetzt zurückgehen und das Fett transportieren. So, transportiert weiter meine Scherben, das Nest und das Gold. Und mal wieder die Musik setzt ein. Hier können wir halt die nicht überholen. Oh, davon sieht aus, als wäre es da fertig. Und hier sind nochmal alle alles Nester. Erstmal hier nochmal entsorgen, glaube ich. Ja, nein, nicht nur das Ding nehmen, sondern auch zerstören. Scherben, was macht ihr denn? Wenn wir das erklären. Wenn wir erklären, was ihr da macht. Ich glaube, hier war das Portal nämlich im Wasser. Oder könnt ihr da schon durch? Jetzt könnt ihr durch, sehr schön. Wie gesagt, ich glaube, das Portal hier ist im Wasser. Werden wir aber gleich herausfinden, weil die nehmen das ja gerade mit. Ja, und da verschwindet es im Wasser. Okay, jetzt haben wir über 5000 Gold übrigens. Gut, sehr schön. Und dann die blauen. Okay, dann tun wir die blauen hier schon mal weg. Die blauen dürfen das Nest transportieren. Puh, wir haben es geschafft, das Nest zu transportieren. Sehr schön. Und dann gehen wir auch in den Turm zurück, weil das ist ja das Portal im Wasser. Das ist kein Problem für uns. Wir können ja schwimmen. Sehr schön. Puh, geschafft. Das Bauschein befindet sich jetzt in eurem Turm in Sicherheit. Das war ein hartes Stück Arbeit jetzt. Zurück zum Turm. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Haha, 6 Minuten. Okay, heute machen wir nicht mehr viel. Schauen wir mal den Titel wegen dem blauen. Den ganz neu. Fürst über die Feuchten! Ernsthaft? Fürst über die Feuchten? Ernsthaft? Naja, okay, von mir aus. Ja, wir haben immer noch über 200 braune und über 100 bei Rot und Grün. 67 blaue, das sind halt recht wenige. Jetzt gucken wir uns erstmal das Nest an. Das blaue Nest finde ich persönlich am schönsten mit den Perlen. Wobei ich das rote auch cool finde. Also ich finde eigentlich alle Nester cool, nur das blaue sieht ein bisschen hässlich aus.
Blaues haben wir jetzt hier. Die blauen Schergen scheinen die meiste Zeit geistig in einer anderen Sphäre zu schweben. Wenn ihre Gedanken dann aber doch in diese Welt zurückkehren, können sie heilen und magischen Kreaturen Schaden zufügen. Sie können im Kampf gefallene Schergen wiederbeleben, allerdings sind sie sehr verletzlich. Positioniert sie also sorgfältig. Ja, genau, er sagt es schon, die Blauen sind die Verletzlichsten, aber sie sind halt Multitalente so ein bisschen, weil sie magischen Kreaturen Schaden zufügen können und heilen und halt schwimmen. Dafür sind sie weder Feuer noch Gifte, feuerfest noch giftresistent. Das ist dann rot und grün. Okay, dann als nächstes schauen wir runter ins Verlies, weil ich gerne wüsste, wie der blaue Käfer heißt. Kämpfen tun wir erstmal nicht, dazu habe ich im letzten Part schon was gesagt. Wie heißt denn der blaue? Hier ist übrigens der Succubus, das habe ich vor kurzem gesehen. Dicke Kröte ist auch neu. Blendkäfer. Ach, dann blenden die. Interessant. Blendkäfer, Markmannkäfer, Smaragdkäfer und Kampfkäfer, das ist der braune. Ja, wie gesagt, wie ich schon mal geschrieben habe, die Käfer wären ganz cool, um Verlies zu machen, weil wir immer wenig Lebenskraft haben sollten. Dann können wir halt mit denen unsere Lebenskraft ganz ordentlich aufstocken. Und die anderen sind eher so ein Have-Fun-Ding. Ein Troll haben wir. Okay, und dann gehen wir jetzt nochmal nach oben, in die Privatgemächer, unseren Schatz begutachten und gucken, ob es neue Entwicklungen gibt. Und ich glaube, danach werden wir aufhören. Jetzt haben wir endlich alle Schergen unter unserem Befehl, also alle Schergensorten. Ich gucke jetzt mal kurz, ob sich noch irgendwas anderes geändert hat. Eben nicht. Also im Sinne von, ob halt irgendwas zugekommen ist. Nein. Einfach zur Sicherheit. Und ich mag die Musik hier immer noch, die ist toll. Bin da vielleicht ein bisschen sehr melancholisch. Nee, scheint so nichts mehr zu haben. Gibt's was Neues? Nein, aber noch nur die Flaggen. Jetzt schauen wir mal unseren Schatz an. Oh, das sieht sehr schön von fern schon aus. Ja, ja. Langsam ist es wirklich ein Schatz, auf den man stolz sein kann. Das ist der einzige Goldfleck gewesen. Der Schatz ist jetzt mittlerweile da und hier ist er auch richtig schön schon gewachsen. Ja, sehr schön. Das kann man mittlerweile auch Schatz nennen. Und wie gesagt, der Raum ist groß, da passt noch eine Menge rein. Wir müssen ja im Moment nichts kaufen. Also höchstens bei der Schmiede mal, aber wir lassen ja eh dreiviertel Zeit unsere Schergen kämpfen, deswegen ist das nicht so wichtig. Ja gut, haben wir jetzt noch Zeit. Fürst über die Feuchte. 2 Minuten. Ich würde noch gerne eine Sache gucken. Ganz kurz, dafür müssen wir ins Hügelland. Ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich fragen, warum ich ins Hügelland gehe. Im Hügelland gab es noch ein Artefakt, wer sich erinnert, ein Objekt, was im Wasser war. Und was man nur ganz kurz zeigen. Ja, das Artefakt im Wasser. Was man nur mit dem Blauen bergen kann und das hätte ich gerne. Da müssen wir dann beim nächsten Mal auf die andere Seite. Ich werde es jetzt nicht gucken, ich wollte nur schauen. Genau. Das wollte ich kurz zeigen. Also da ist halt ein Artefakt, was wir uns noch holen. Und danach geht's, wie ich schon gesagt habe, in den Dunkelwald zurück, weil im Dunkelwald hier das Dingwurst zu kaufen. So, nachher nochmal verprügeln und dann speichern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe auch, dass dieser Part euch gefallen hat und dass ich nicht zu sehr geraged habe. Aber das vorher mit dem, ganz ehrlich, das vorher mit dem, mit diesem Geysir-Feld, das ist echt ein Problem. Das ist einfach, normalerweise ist es eigentlich eine coole Idee. Es ist deswegen ein Problem, weil man teilweise Probleme hat, die Schergen richtig zu steuern. Und wir haben eine Menge Schergen verloren. Es waren jetzt nur braune und wie gesagt, wir haben von denen immer noch über 200. Aber es geht ums Prinzip einfach. Das war einfach nicht so toll. Naja gut. Wir sehen uns später noch bei Titan Quest. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Part wieder dabei seid. Gehabt euch wohl, Freunde, und habt noch einen schönen Abend.